Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video ist eine Reaktion auf das Video, wo ich hier eben mal das Thumbnail einblende und was ich auch verlinken werde, was wir im September hochgeladen haben. Oder was heißt eine Reaktion, ein Anschlussvideo, ein bisschen Reaktion, weil wir es uns gerade eben in der Sekunde vorher angeguckt haben, um darüber zu sprechen, wie die ganze Story weitergegangen ist. Und wie ihr vielleicht schon aus dem Titel entnehmen könnt, ist alles nochmal gut ausgegangen. Also wir haben ein Happy End und davon möchten wir euch jetzt erzählen, weil wir wirklich, wie wir es gesagt hatten und uns vorgenommen haben, aus unseren Fehlern gelernt haben. Und ja, so, Punkt. Der letzte Stand war, dass wir den Golf hatten und kein weiteres Auto. Die Konsequenz daraus war irgendwann, also einen Zeitraum lang ging das noch, weil wir da noch nicht zwei Autos brauchten. Das heißt, ich bin den Golf gefahren und Tim nicht, weil er halt kein Auto brauchte. Und dann irgendwann brauchte Tim aber ein Auto, also ist er den Golf gefahren und ich bin richtig Straßenbahn gefahren. Um genau zu sein, einen Monat lang. Oder ein bisschen mehr als einen Monat, circa. Und es war nicht schön, weil ich für alles doppelt so lange gebraucht habe, weil ich mega unflexibel war. Für viele Leute mag das wohl schön sein, so die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn die halt also direkt vor der Haustür halten und dann direkt vor der Arbeit oder sowas. Dann ist das für andere Leute wahrscheinlich super. Aber für mich hat das überhaupt nicht hingehauen, weil ich gefühlt in der ganzen Woche einmal in jede Ecke von der Stadt musste, wegen Studium und Arbeit und Kindergarten und dies und jenes. Also ich war einfach viel zu unflexibel dadurch. Es ist mir so viel Zeit, Lebenszeit draufgegangen, die ich mit dem Auto halt eingespart hätte, sodass ich voll die Krise gekriegt habe. Und es war Winter, es war November oder sowas. Es war kalt, es war windig und ich bin krank geworden und ich bin krank geworden, weil ich immer an den Haltestellen stand und gefroren habe. Das wäre mir mit dem Auto nicht passiert. Jedenfalls war dann irgendwann der Moment, wo ich so gesagt habe, nee Tim, wir müssen uns jetzt noch ein zweites Auto kaufen, weil wir haben halt die ganze Zeit überlegt, aber da ich eh eine Monatskarte hatte, war das dann der Monat so oder so schon geklärt und wir wollten uns ja auch nicht drängen, wir wollten eine richtige und gute Entscheidung treffen. Dann saßen wir hier auf diesem Sofa. Und irgendwann war halt so der Moment, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast oder ich, hast du das gesagt? Ich habe zu dir das gesagt. Wir kamen irgendwie drauf. Na, so es kam wegen halt wieder auf das Thema hier, wir brauchen jetzt mal noch ein neues Auto, meine Monatskarte endet bald und ich habe keinen Bock mehr, weil es nervt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und dann hast du scheinbar gesagt, naja, wieso kaufst du dir nicht genau dasselbe, was du schon mal hattest oder sowas, ne? Ja, weil du zufrieden warst. Genau, also weil, ich... Weil du das Auto ja nur verkauft hast, weil du keinen Bock hattest, diese Mängel zu beheben, die waren... Dabei geht es um den Citygo. Also Tim hat so gesagt, warum guckst du nicht nach einem Citygo oder sowas in der Art? Und dann habe ich so, sitze ich auf dem Sofa, öffne Mobile und denke mir so, naja, ganz ehrlich, also es wäre halt irgendwie mega langweilig, wenn ich mir nochmal einen Skoda Citygo kaufe, selbst wenn der besser ausgestattet oder neuer oder elektrisch, wie auch immer. Irgendwas wäre, halt irgendwas anders, das wäre ja langweilig. Also gucke ich nach was praktisch dasselbe ist, aber nicht dasselbe. Und habe als erstes nach einem Seat Mii geschaut. Hätte ich zuerst nach einem VW Up geguckt, hätten wir jetzt vermutlich einen VW Up, weil ich dann also bestimmt was gefunden hätte. Aber ich habe halt nach einem Seat Mii geschaut und habe einen gefunden mit einer Special Edition und Sonderausstattung und bla bla, der halt mega schön war und wie gesagt halt ausgestattet und neu und dies und jenes. Also der hatte so ein paar Sachen, die ich echt gut fand. Dann saßen wir halt hier und dann sage ich so zu Tim, okay, ich rufe da jetzt an. Ja, scheinbar war ich die Erste, die angerufen hat. Keine Ahnung, seit wann das Inserat online war, aber scheinbar war ich die Erste, die angerufen hat. Und Anrufe wurden da scheinbar ernster genommen als E-Mails und scheinbar war ich auch die, die am schnellsten Zeit hatte, weil wir sind am nächsten Tag dahin gefahren oder am übernächsten, aber jedenfalls wirklich ganz kurz danach, um das Autoprobe zu fahren. Und
als wir dort waren, wurde uns auch gesagt, dass für dieses Auto 1 Milliarde Anfragen kommen, ständig Leute nachfragen, weil diese Sonderausstattung selten ist und weil diese Sonderausstattung mega cool ist und ja, scheinbar das Auto sehr viele Interessenten hatte. Und wir sind ins Probe gefahren, haben uns dafür entschieden, haben es gekauft, also ne, es ist jetzt unseres. Ich habe nie ein Video gemacht, obwohl ich das eigentlich immer vorhatte, von wo wir das Auto kaufen und euch das dann zeigen, wie schön das aussieht innen und so. Ich weiß nicht warum. Hast du das wirklich nie gezeigt? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach, ich habe nicht mal, als ich das erste Mal darin gefilmt habe, so gesagt, ach ja, im Übrigen, wir sitzen in unserem neuen Auto. Es war halt, ich habe irgendwann mal da drin gefilmt, klar, aber ich glaube nicht so. Ja, und dann hatten wir wieder so ein kleines, süßes Auto. Und ich habe mich mega drüber gefreut. Du fandst es auch gut, oder? Ja. Ja, und... Warum nicht? Jedenfalls haben wir uns gefreut. Wir hatten endlich wieder 2 Autos. Und es ist mega cool. Ich freue mich bis heute noch. Und es ist auch eine tiefe Freude aus meinem Inneren. Ich habe mein Auto wirklich sehr, sehr gerne. Es ist einfach so süß. Es ist so praktisch. Ich bin vorhin in so eine Parklücke reingekommen. Mega gut. Cool. Und es war eine wirklich richtige Entscheidung. Und aufgrund dessen, dass wir ja schon mal diesen CityGo hatten, haben wir also gewusst, worauf wir uns einlassen und ja, haben dadurch einfach die entsprechende Vorerfahrung sozusagen gehabt, um diese Entscheidung zu treffen zu können. Und ja, haben alles richtig gemacht. Also wir sind halt nicht wieder so ein komplett neues Auto und wir wussten nichts darüber und sowas, sondern wir haben halt wirklich, also deswegen konnte das auch so schnell gehen, weil wir halt das schon mal hatten, so in der Art und Weise, nur jetzt halt in viel, viel besser. So, Auto war da, wir hatten wieder 2 Autos, keiner musste mehr Straßenbahn fahren, alle glücklich. Und dann kam irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit Tim um die Ecke und erzählte mir so, ja, also irgendwie wird bei jeder Fahrt, die ich mit dem Golf mache, etwas schlechter. Also irgendwas. Es war immer mal irgendwas, es war unterschiedlich, was da gefühlt schlechter wurde. Zum Beispiel? In der Regel war es die Bremse. Ja. Oder es war das allgemein, dass das Auto nicht ganz so gut mehr anspringt. Oder die Kupplung. Und die Lenkung wurde auch... Also das vielleicht, hast dir das aufgefallen, aber mir nicht. Aber ich weiß es nicht. Naja, dann nicht mehr, nee. Aber, also der Golf... Es kamen halt hauptsächlich Bedenken, okay, wie lange wird dieses Auto noch durchhalten? Und man müsste langsam, aber sicher sich mal im Kopf machen, was kommt als nächstes. Weil dieses, das war ein Übergangsauto, das war auch nicht für lange Zeit gedacht. Und wir haben auch gesagt, bis spätestens zum TÜV, der wäre im Oktober gewesen, ist das Auto weg. Oder wir fahren das längste, was wir fahren, ist bis zum TÜV im Oktober und dann kommt ein neues Auto. Ja, und da das Gefühl immer schlechter wurde. Hattest du Bedenken? Na, immer hatte ich Bedenken, irgendwann mal stehen zu bleiben mit ein bisschen Pech oder dass mir irgendwas passiert, weil was ausfällt oder sowas, hatte ich keine Lust drauf. Auch wenn das noch ein Stück Zukunft gewesen wäre, aber ich hatte halt einfach in dem Moment keine Lust drauf, dass das dann irgendwann passiert und wir haben keine andere Option. Und dann hatte ich auch keinen Bock, dass du den Straßenbahn wieder fahren oder Öffis fahren müsstest. Weil wenn jemand das Auto von uns beiden dann dringender gebraucht hätte, wäre es ich halt gewesen, ja, in dem Moment. Und du hättest wieder drunter leiden müssen und Öffis fahren müssen. Naja, und der Punkt war halt auch, wir haben gesagt, wir investieren kein Geld in den Golf. Also der hat zwar einen Ölwechsel von uns gekriegt, aber das ist was, was für uns in Ordnung war. Solche Sachen, die halt fällig werden, die überhaupt nötig sind, damit es halt fährt, sag ich mal. Also wenn das Auto anzeigt, es möchte einen Ölwechsel, dann kriegt es den auch. Aber wir wollten nicht die Bremsen neu machen, nur dass wir noch bis Oktober fahren können. Und im Oktober wird der eh nicht durch den TÜV kommen. Und deswegen, also wir wollten halt keine Verschleißteile reparieren lassen. Das Auto war halt für einen Übergang und wir wussten, in welchem Zustand das ist. Aber aufgrund dessen, dass wir halt, wie schon tausendmal erwähnt, unendlich viel fahren, ist der Verschleiß natürlich viel, viel höher, als er bei diesem Auto bisher war. Das Auto hat seit 1997 gerade mal 186.000 Kilometer gekriegt.
Wenn man das, also bis letztes Jahr September, wenn man das halt aufs Jahr rechnet, ist das nicht viel. Und bei uns hat das Auto dann in einem halben Jahr 22.000 Kilometer gekriegt. In einem halben oder nicht mal in einem halben Jahr. Darauf oder daher kann man ja sehen, dass der Verschleiß dann natürlich höher ist. Und dann ist es auch berechtigt, dass Tim dann irgendwann so, da er aufs Auto angewiesen ist, halt irgendwann Angst hat, dass da mal was passiert, dass er dann nicht mehr weiterfahren kann und deswegen, also wenn er auf dem Weg zur Arbeit stehen bleibt, ist halt unpraktisch so. Und es gibt schwere Sachen, aber es ist halt trotzdem ja, nicht es ist unnötig, wenn man halt auch vor allem das so im Hinterkopf hat die ganze Zeit und dann in dem Moment, wo es vielleicht passiert, denkst du dir so, jo, du bist halt so dumm, du wusstest es, aber du wusstest nicht genau, wann es passiert, warum fährst du überhaupt damit rum? Nachdem Tim das dann so geäußert hatte und nicht nur einmal, habe ich dann irgendwann so Panik geschoben, weil, wie schon angesprochen, er ist aufs Auto angewiesen. Im Ernstfall hätte er dann den Mii immer genommen und ich hätte wieder Straßenbahn fahren dürfen. Was war eigentlich der Auslöser? Das gab so eine Sekunde, wo du auf einmal voll die Krise gekriegt hast, deswegen. Naja, das hat mich schon länger beschäftigt und dann habe ich irgendwie also sehr viel darüber nachgedacht, einfach über diese Tatsache, wie es jetzt gerade ist, so der Stand der Dinge und habe dann angefangen, nochmal zu überlegen, ja, was könnten wir uns stattdessen kaufen? Bin dann wieder zu dem Punkt zurückgekommen, wir kaufen uns jetzt einen GT86 wieder, obwohl bei dem Mii mir so wichtig war, dass es nicht dasselbe wie der Citigo wird. In dem Fall hätte ich dann wahrscheinlich eigentlich nach so einem Subaru, wie auch immer der heißt, gucken müssen, wenn wir nach dem Prinzip vorgegangen wären. Aber das war dann so, in der Verzweiflung habe ich bei Mobile dann nach GT86s, wenn das der schöne, der Plural ist, der richtige, geguckt. Und dann dachte ich mir so, nee, das können wir nicht machen, weil dann ist es wieder dasselbe und dann freuen wir uns doch nicht so sehr. Und dann war ich wieder in diesem Kreislauf zurück von ganz am Anfang, was wir beschrieben haben in dem anderen Video, wo wir so verzweifelt waren, auch mit wegen dem Corolla und sowas. Dann war wieder bei mir die Stimmung so schlecht. Und dann war halt aber nicht nur die Stimmung schlecht, sondern auch diese Angst so, dass ich, also das klingt jetzt wieder hart übertrieben, Angst vor dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren, aber ihr wisst wirklich nicht, wie sehr ich aufs Auto angewiesen bin. Und dann bin ich irgendwann zu Tim gegangen. Tim saß hier 2 Meter weiter am Schreibtisch und oder stand vorm Schreibtisch und ich komme hier um die Ecke und sag so, Tim, du musst dir jetzt mal Gedanken machen wegen dem neuen Auto. So. Sagen? Du warst hart scheiße drauf. Du hast nur rumgemault und rumgemeckert. Ob nur vor dich hin so mit dir selbst oder zu mir. Okay. Du kannst das schon ehrlich sagen. Hey, ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber ich weiß, dass du ich dann so, Krise gekriegt dann so gesagt habe, drauf. So Tim, mach dir jetzt mal Gedanken wegen dem neuen Auto. Ich habe keinen Bock, wenn der Golf stehen bleibt, dass ich dann öffentliche Verkehrsmittel benutzen muss. Was du zu dem Zeitpunkt nicht wusstest, ich habe mir schon längst Gedanken gemacht. Naja, was heißt nicht wusste? Ich habe darüber nicht nachgedacht. Also ich habe mir, ja, ich denke doch nicht darüber nach, worüber er sich Gedanken macht. Das ist mir doch egal so. Aber scheinbar hatte er sich schon Gedanken gemacht. Und dann haben wir uns konstruktiv überlegt, welche Faktoren, Eckpunkte, was auch immer, unser neues zweites Auto haben muss. Dazu müssen wir noch sagen, unser Plan war eigentlich lange, dass wir uns den neuen GR86 holen, wenn der veröffentlicht wird. Weil das wäre ja nicht genau dasselbe wie der GT86, sondern halt was anderes. Aber gewesen, ne? Ja, eben. Und er hieß auch anders, sieht er auch anders aus und so weiter. Der Punkt ist aber, dass der GR86 zu dem Zeitpunkt immer noch nicht veröffentlicht war. Und obwohl der letztes Jahr, glaube ich, schon in anderen Ländern und Kontinenten da war, hat es hier halt immer noch ewig gebraucht. Und wir wollten nicht mehr darauf warten, weil wir Angst hatten wegen dem Golf. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, wäre der zwar cool gewesen, aber nicht so mega cool. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich habe den mit, also wir haben jetzt ein neues Auto und damit habe ich den schon mal so gedanklich verglichen und ich finde das neue Auto viel cooler als den GR86. Aufgrund mehrerer Faktoren. Ich habe gar keine Gedanken, ehrlich gesagt, im Nachhinein mehr drüber. Okay, also wir haben uns diese Faktoren überlegt, die unser neues Auto haben muss
um, also diese Faktoren hat Tim dann bei Mobile eingegeben. Wir haben auf jeden Fall bei Mobile erstmal kein konkretes Fahrzeug eingegeben, sondern nur diese Faktoren. Und dann halt noch, dass es vom Händler ist und rund um Leipzig, einfach nur um zu gucken, was es hier so gibt. Was aber auch noch der Punkt war, neben diesen Faktoren, ja, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht so diese also dieses Standardauto haben. Genau, wir wollen das, was jeder fährt, das wollten wir nicht haben. Nichts Häufiges, das also kein Golf. Ja, jetzt, wo ich wieder zurückerinnert wurde, fällt mir wieder ein, wir haben so ein Auto gesehen oder ein ähnliches, woraufhin wir inspiriert wurden, nach was wir konkret gucken. Also haben wir jetzt wieder nach einem konkreten Fahrzeug gesucht. Und davon haben wir zwei hier in Leipzig gefunden. Richtig. Ich weiß nicht, ich glaube, das eine hatte keine Bilder, aber war eingestellt. Genau, aber war dafür in einem Autohaus, was zum einen von uns jetzt nicht so weit weg war. Also bei dem anderen hätten wir nämlich durch die ganze Stadt gemusst. Und ich war dort schon mal mit dem Mi und die waren dort sehr nett. Ich habe da angerufen. Tim hat sich eine Jeans angezogen und wenige Minuten später haben wir dieses wunderschöne Auto Probe gefahren und zum ersten Mal in echt gesehen, weil es ja keine Bilder hatte. Man muss ganz kurz dazu sagen, weil du es vorhin bei mir erwähnt hast, bei diesem Auto waren wir auch die Ersten, die da irgendwie deswegen ankamen. Das ist cool. Wahrscheinlich, weil manche Leute, die jetzt weiter weg wohnen, nicht anrufen, wenn es da kein Bild gibt oder so. Nee, die haben das Auto gerade neu gekriegt, da war komplette Dreck vom Vorbesitzer. Das ist richtig. Das Auto sah aus wie Sau. Da lagen Steine, also kleine Kieselsteine im Fußraum. Und da war noch so ein Schild drin, ja, ich werde bald schön gemacht oder sowas. Jedenfalls haben wir an diesem Tag, wo ich angekommen bin und gesagt habe, Tim, überleg dir jetzt was wegen neuen Auto, haben wir ein Autoprobe gefahren. Und es war ziemlich, ziemlich cool. Sehr viel Ausstattung. Ich meine, das ist halt ein Cupra, hat entsprechend viel Leistung, sieht entsprechend schick aus und klingt auch gut. Und wir Probe gefahren, gut gefunden, für gut befunden und am nächsten Tag angerufen, gesagt, jo, wollen wir haben. Also nochmal Termin ausgemacht und dann das Ganze hin und her. Hat sich dann noch ein ganzes Stück gezogen, weil der musste ja noch sauber gemacht werden und so weiter und so fort. Im Grunde war es so, 10 Minuten bevor wir nach diese Anzeige gefunden haben, wurde so reingestellt und 10 Minuten davor kam das Auto im Grunde im Autohaus an. Echt? Ja, gefühlt. Nein. Ja. An dem Tag kam das Auto. Echt? Ja. Woher weißt du das? Hat er gesagt. Nee. Doch, an dem Tag hat er das Auto gekriegt, wo wir das Probe gefahren haben. Deswegen, wir waren auch die Ersten. Oh mein Gott, wie krass sind wir. Wir waren bei beiden Autos die Ersten. Ja, na dann sieht man noch daran, dass es so sein sollte. Oh mein Gott. Man muss jetzt aber ganz kurz dazu sagen, weil du ja das so beschrieben hast, dass es eine spontane Aktion war im Grunde mit der Probefahrt. Ja. Wir haben uns trotz dessen sehr wohl überlegt, was für ein Auto wir wollen. Ja, was für Faktoren es mitbringen muss. Also das war jetzt nicht so ein, ich habe in der Sekunde einen Einfall und kaufe dieses Auto-Ding, sondern wir haben uns beide sehr viel Gedanken vorher drüber gemacht. Genau, und dann haben wir aber in der Sekunde das Auto gefunden, was alle Faktoren erfüllt. Genug Leistung, viele Türen, viele Sitze, genug Kofferraum, trotzdem kein Familienkombi, nicht zu groß, schöne Ausstattung, schöner Klang, ja, schöne Farbe. Das war jetzt kein Faktor, aber also der ausschlaggebend war, aber... Es entspricht halt dem, was wir wollen. Genau, ganz genau. So, also Auto gekauft, alle glücklich, Happy End. Und jetzt fahren wir also, haben wir jetzt gesagt, was ist es? Nein, es ist ein Seat Leon Cupra 290 oder sowas. Mhm. Und er ist wunderschön. Jetzt haben wir zwei schöne Autos, sind glücklich und zufrieden, haben aus unseren Fehlern gelernt, sind mit unseren Gedanken und Gefühlen 100% safe, was diese beiden Autos betrifft. Und, so schnell kommt jetzt kein neues Auto mehr. Genau, weil wir haben jetzt alles, was wir wollen. Wir fahren jetzt, bis wir alle beide 450.000 Kilometer haben. Und oder sowas. Ach ja, und den Golf haben wir dann auch an dem Tag, wo wir den Cupra abgeholt haben, haben wir den Golf
verschenkt bzw. weitergegeben. Zurückgegeben. Da, ja, genau. Also der ist immer noch in unserer Familie. Der kam ja auch von Verwandten und ist jetzt wieder zu denen zurückgegangen, aber zu einem anderen Familienmitglied, was sich sehr darüber freut, glaube ich. Dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt habt ihr erfahren, wo unser ganzes Durcheinander hingegangen ist. Viele Leute haben auf den Kauf von dem Cupra reagiert mit von wegen, ja, ihr kauft aber schon ganz schön viele Autos und der wechselt ja schon häufig die Autos. Und dann habe ich immer so geschrieben, ja, aber jetzt ist mal gut, jetzt haben wir alles, was wir wollen, jetzt ist Ende. Und so schnell wird jetzt nicht wieder irgendwie, jo, neues Auto oder sowas kommen. Also die zwei bleiben jetzt da und Ende. Genau. Damit, jetzt, wo ich das alles nochmal so für mich resümiert habe, fällt mir jetzt auch nochmal irgendwie so ein bisschen Belastung ab, weil das jetzt so komplett so richtig angekommen ist, wie chillig das doch ist, wenn man sich nicht die ganze Zeit Gedanken um dieses Thema Auto machen muss. Weißt du, was ich meine? Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr ja, mit diesem Ende gerechnet habt, beziehungsweise was ihr zu der ganzen Story sagt und guckt, es wäre sinnvoll gewesen, wenn man das andere Video vorher gesehen hat. Also falls ihr das noch nicht geguckt habt, schaut es euch jetzt vorher an. Dann wisst ihr nämlich, in was für einer Situation wir waren. Das ist schön, dass du das zum Schluss sagst. Richtig, aber ich habe am Anfang noch gesagt, woran wir anknüpfen und habe es ja auch verlinkt. Ja, aber ja. Ist egal. Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion.